Der Mercedes GLC ist tatsächlich schon jetzt eine kleine Legende. Warum? Weil er es 2018 geschafft hat, den VW Tiguan zumindest kurzzeitig vom Thron der meistverkauften Allrad-SUV in Deutschland zu stoßen. Mit der nächsten Generation soll genau dieses Kunststück wieder gelingen. Auch der zweite GLC wird auf der C-Klasse aufbauen und sich optisch an ihr orientieren. Autobild hat sich daher mal wieder an den digitalen Zeichentisch begeben. Die Scheinwerfer werden kleiner, das Markengesicht etwas aggressiver. Im Innenraum wird es der GLC der S-Klasse gleichtun und die Mittelkonsole durch einen großen Bildschirm tauschen. Unter der Haube geht in Generation 2 nichts mehr ohne Elektrounterstützung. Das bedeutet, selbst für die Basis wird es einen Mild-Hybrid mit 48 Volt Bordnetz geben. Was die AMG-Version angeht, müssen die Fans jetzt ganz stark sein. Selbst für den C63 ist ein Plug-in-Hybrid im Gespräch und damit ist offen, ob Mercedes einen reinen Sechszylinder mit einem E-Motor koppelt oder sogar einen Vierzylinder nimmt. Bevor jetzt Riechsalz her muss, das ist zu diesem Zeitpunkt alles noch reine Spekulation. Aber den Achtzylinder wird es beim GLC wohl nicht mehr geben. 2022 erwarten wir den neuen GLC auf der asphaltierten Showbühne.